Es war ein kalter Herbstmorgen, als Alexander sich wie jeden Tag auf den Weg zum Friedhof machte. Seit dem Tod seiner Frau Sophia, die vor einem Jahr an einer schweren Krankheit verstorben war, besuchte er täglich ihr Grab. Es war der einzige Ort, an dem er sich ihr nahe fühlte. Hier sprach er mit ihr, erzählte ihr von seinem Tag, und obwohl sie nicht mehr bei ihm war, verspürte er eine seltsame Art von Frieden. Der Friedhof lag still da, nur das Rascheln der Blätter und der sanfte Wind begleiteten Alexanders Schritte. Als er um die Ecke des alten Grabsteins bog, fiel ihm sofort etwas Ungewöhnliches auf. Direkt an Sophias Grab lag ein kleines Bündel, in das ein Baby eingewickelt war. Es war so still, dass er für einen Moment befürchtete, es sei nicht mehr am Leben. Mit zitternden Händen kniete er sich hin und berührte das Bündel vorsichtig. Das Baby regte sich leicht, öffnete seine winzigen Augen und sah ihn an. Ein tiefes Gefühl von Schock und Trauer überkam Alexander. Wer hatte dieses Kind hierher gelegt? Und warum gerade an Sophias Grab? Verwirrt blickte er sich um, doch niemand war zu sehen. Er hob das Baby hoch, spürte seine Wärme und sah, dass es in eine alte Decke gewickelt war, die ein abgenutztes Namensschild trug. Lena. Das Herz schlug ihm bis zum Hals und seine Gedanken rasten. In diesem Moment, während er das Kind in den Armen hielt, überkam ihn eine unerklärliche Verbindung, als hätte ihn das Schicksal mit etwas verbunden, das er nie erwartet hätte. Mit Tränen in den Augen sprach Alexander leise zu Sophia, als wäre sie noch bei ihm. »Sophia, was soll ich tun? Warum ist dieses Kind hier?« »Es fühlt sich an, als hätte das Leben mir eine zweite Chance gegeben, doch ich weiß nicht, ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin.« Doch tief in seinem Herzen wusste er, dass dieses Baby nicht ohne Grund dort war. Es war, als hätte Sophia ihm von jenseits der Welt einen letzten Wunsch hinterlassen. Doch je länger er sich um das Baby kümmerte, desto mehr wuchs es ihm ans Herz. Lena, wie er sie nannte, war das Licht, das er nach Sophias Tod verloren geglaubt hatte. Alexander brachte Lena zum Friedhof, wie er es einst mit Blumen für Sophia getan hatte. Er stellte sich vor, wie Sophia lächelnd auf sie herabblickte, glücklich darüber, dass er in diesem kleinen Wesen Trost gefunden hatte. Der Schmerz über den Verlust seiner Frau war nicht verschwunden, aber die Einsamkeit wurde weniger erdrückend. Und so kam es, dass Alexander nicht nur ein trauernder Ehemann war, sondern auch ein Vater, der sein Herz für ein ausgesetztes Kind öffnete. Ein Kind, das ihm vielleicht von seiner geliebten Sophia geschickt worden war. Ein letztes Geschenk aus der Welt, die er nicht sehen konnte, aber in der er sie immer noch spürte.